Mein Name ist Irene Buss. Ich habe vor 6 Jahren das Studium der Logopädie abgeschlossen und arbeite seither am Schweizer Paraplegikerzentrum in Nottwil als Logopädin. Ich heiße Patricia Willi. Ich habe an der Hochschule für Heilpädagogik im 2011 meine Ausbildung abgeschlossen zur Logopädin und arbeite jetzt an der Sprachheilschule in Unteregeli. Mein Name ist Sarah Stierli, ich arbeite am Schweizer Paraplegikerzentrum in Nottwil als Logopädin und ich habe mein Studium vor 13 Jahren abgeschlossen. Der Arbeitstag beginnt für Irene Buss und Sarah Stierli. Die beiden Logopädinnen arbeiten im klinischen Bereich. Sarah Stierli ist Teamchefin und führt durch die morgendliche Sitzung. Welche Therapien stehen an? Welche Patienten gilt es stationär, ambulant und auf der Intensivstation zu betreuen? Auch Patricia Willis Arbeitstag beginnt mit der Vorbereitung der heutigen Therapien. Sie ist Logopädin in einer Sprachheilschule. Ich war in meinem ersten Beruf Primarlehrerin und hatte so das Gefühl, ich möchte noch ein bisschen mich vertiefen in das Sprachliche, ins Deutsch. Und habe an der Hochschule für Heilpädagogik meine Ausbildung angefangen. Mir gefällt an diesem Beruf sehr gut, dass man immer wieder mit neuen Sachen konfrontiert wird. Also jedes Kind bringt wieder etwas mit, das man vorher noch nie gesehen hat. Und das regt auch ein bisschen Kreativität an. Es braucht das Interesse am Mensch, am Kind. Und das gefällt mir an diesem Beruf. Jetzt ist Jason bei Patricia Willi. Sie betreut ihn im Einzelsetting, um seine Kommunikationsfähigkeit zu fördern. Zuerst erzählt er ihr anhand von Fotos, was er am Wochenende gemacht hat. Jetzt habe ich gleich noch eine schnelle Frage zu dem Guetzli-Bachen. Das sind Guetzli, oder? Sind das Mailänderli? Ja! Ja, ehrlich? Ja. Die fangen mit dem an, oder? Mailänderli, genau. Er lernt im geschützten Rahmen der Logopädie, sich verständlicher auszudrücken. Spielerisch übt Patricia Willi mit ihm die Aussprache und das Lesen. Zu Beginn am Tisch, später auch im Spiel. Was machen wir heute? Céline fällt es nicht leicht, grammatikalisch korrekte Sätze zu bilden. Patricia Willi unterstützt sie. Mit Hilfe eines Spiels lernt Céline die Verben richtig zu verwenden. Dies gelingt ihr unter Anleitung schon sehr gut. Beim anschließenden Gurzli-Backen kann sie das Gelernte gleich anwenden. Sarah Stierli ist jetzt bei einem Patienten auf der Intensivstation. Sie macht mit ihm ein Schlucktraining. Die Logopädinnen sind auf der Intensivstation gefragt. Hallo, Monsieur, je suis prêt pour mettre la valve. Sie übernehmen auch anspruchsvolle medizinische Eingriffe. Bonjour, Monsieur. In unserem Alltag ist es unglaublich schön, dass man so nah an den Patienten sein kann, dass man richtig ein Teil ist von ihren Fortschritten und wie es das Himmel erreicht mit intensiv arbeiten. Und wenn es dann plötzlich wieder möglich ist, ein Teil von einem Menü, ein ganzes Menü zu essen, dann ist das wirklich so, das Glück in den Augen des Patienten zu sehen, das ist für mich Motivation, für jeden Morgen aufzustehen und zu arbeiten. Auf der Intensivstation ist es sehr bereichernd, dass wir alle miteinander arbeiten. Pflege, Ärzte, alle Therapeuten, alle, die dort in irgendeiner Form unterstützen. Es ist manchmal ein Rechtsgewusel im Zimmer des Patienten und alle sind dort zum Wohl des Patienten und für einen maximalen Fortschritt, natürlich in möglichst kurzer Zeit zu erreichen, dass der Patient auf dem Weg von seiner Genesung wirklich optimal betreut ist. Den Beruf erlernen kann man an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Der Unterricht findet vor Ort statt, aber auch in Form von E-Learning, Selbststudium und Praktika im Berufsfeld. Der Unterricht an der HFH ist eigentlich
sehr abwechslungsreich im Sinne von, dass man Frontalunterricht hat, Input, dann gibt es wieder Gruppenarbeiten. Oder spannend und super finde ich, dass die HFH sehr gut vernetzt ist, also auch mit Logopäden in der Praxis gut vernetzt ist oder mit dem Unispital, mit dem Kinderspital, sodass wir oft Gastdozenten haben, die wirklich ganz konkret zu ihren Themen, zu ihren Fachgebieten bei uns referieren. Es wird auch studienfachübergreifend gearbeitet. Also man hat auch mit den Psychomotorikern zum Teil dann Vorlesungen. Das macht es halt extrem, sage ich, ja, praxisnah, anschaulich und. Die Studierenden treffen sich außerhalb des Unterrichts, zum Beispiel in Lerngruppen. Für das Studium wird die Maturität vorausgesetzt. Aber es sind auch andere Eigenschaften und Kompetenzen gefragt, so die beiden Studiengangleiterinnen. Persönlicher Art ist sicher wichtig, dass man gerne mit Menschen zusammen ist, gerne kommunizieren, aber auch sprachaffin ist. Also Sprache soll bedeutsam sein und ich glaube, es braucht auch gewisse Kompetenzen natürlich in Bezug auf Sprache. Dann ist auch ein gewisses Interesse an Wissenschaft mit dabei. Ja, aber auch ein Maß oder eine grundsätzliche Fähigkeit zur Selbstreflexion ist sehr relevant. Irene Buss ist jetzt bei einer stationären Patientin, die schon einige Wochen im Paraplegikerzentrum ist und große Fortschritte gemacht hat. Eigentlich schon vor dem Studium gewusst, dass ich in die klinische Logopädie möchte. Aber während des Studiums hat sich das nochmal richtig verstärkt. Ich habe wirklich das Praktikum in einem Akutspital gemacht und dort wirklich ja, die Arbeit kennengelernt. Man ist sehr nah am Menschen dran und an einem sehr kritischen Punkt auch von den Menschen und kann da wahnsinnig viel bewegen. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und habe dann dort auch ein Praktikum gemacht, hier im Paraplegikerzentrum. Und ja, habe dann wirklich gemerkt, dass mir das am meisten Spaß macht und mich dann ja, für die klinische Stelle hier beworben. Währenddessen bringt Teamleiterin Sarah Stierli einen ambulanten Patienten zur jungen Teamkollegin. Als klinische Logopädin arbeitet man auch mit ambulanten Patientinnen und Patienten. Patricia Willi ist jetzt in der Kindergartenklasse. Bei dieser Unterrichtsform wird die Logopädie in den Alltag der Kinder integriert. Patricia Willi schätzt die Vielfalt in ihrem Beruf besonders. Frosch im Sack, den nimmt er mal. Ich bin gespannt. Ich glaube, die Leute, die die Logopädie nicht so gut kennen, die gehen davon aus, dass wir immer so in der Einzeltherapie mit den Kindern arbeiten. Das ist nicht mehr so. Der Beruf hat sich extrem gewandelt. Gerade im Schulumfeld ist man sehr feste interdisziplinäre Teams eingebunden, geht auch in die Klasse rein, macht dort Settings, wo man halt präventiv arbeitet mit den Kindern, mit den Gruppen, mit der Heilpädagogin zusammen. Wir haben auch Ergotherapie bei uns an der Sonderschule und auch mit ihnen machen wir manchmal so ein bisschen bewegungsorientierte Settings, viel handelnd, viel auch über in der Küche oder irgendetwas am Basteln. Also da gibt es Diverses. Nebendran ist natürlich Beratung ein wichtiger Punkt. Also wenn die Eltern mit uns zusammenarbeiten und am gleichen Strick ziehen, dann kommt man mit dem Kind weiter und das Kind profitiert schlussendlich sehr von dem. Vorbereitet auf den Therapiealltag werden die Studierenden bereits während des Studiums. Diese beiden Studentinnen sind heute in der Therapielehrpraxis. Ja, in der Therapielehrpraxis hat man die Möglichkeit, ein Kind in einem Tandem unter Supervision von einer Dozentin zu betreuen und zu therapieren. Und so kommt man wie alle Wochen wieder ein bisschen mehr einen Schritt weiter. Man sieht so ein bisschen Verknüpfung von Theorie und Praxis. Sei das in einer Therapielehrpraxis, wo man die Möglichkeit hat, oder in einem Stottercamp, aber auch in der Praktikas. Verknüpfen von Theorie und Praxis finde ich sehr hilfreich, weil man das, ja, das ist der Berufsalltag, das braucht man eigentlich ständig. Und darum finde ich das super, dass es die Angebote gibt an der HFH. Das Bachelorstudium an der HFH
kann als Voll- oder Teilzeitstudium absolviert werden und ist berufsbefähigend. Nach dem Bachelor kann man sich weiterbilden im Bereich Logopädie. Man kann Weiterbildungskurse besuchen, um sich zu spezialisieren. Man kann COS besuchen. Es gibt aber auch den Master in Logopädie. Das ist ein projektorientiertes Studium. Da kann man sich nach individuellen Schwerpunkten ausrichten. Man kann eher im Bereich Bildung oder im Bereich Gesundheit sich spezialisieren. Und ein wesentlicher Schwerpunkt im Masterstudiengang ist auch die Thematik Leadership und multiprofessionelle Kooperation. Und das befähigt natürlich dann zur Leitung. Aber man kann natürlich auch in die Lehre gehen. Also das ist auch etwas ganz Wichtiges. Man kann sich spezialisieren und dann entsprechend auch Weiterbildungsangebote machen, anbieten. Und man kann auch natürlich auch bei den Behörden arbeiten. Sarah Stierli hat in ihrem Team immer Praktikantinnen und Praktikanten, die noch in Ausbildung sind. Nach Abschluss des Studiums erwartet sie ein vielseitiges Berufsfeld. Logopädie ist nicht nur ein herausfordernder Beruf, sondern auch wirklich ein wahnsinnig schöner Beruf. Und zwar, weil er sehr, sehr vielseitig ist. Man kann wirklich man kann Master machen, man kann Dozierenden-Tätigkeiten übernehmen, man kann sich ganz stark spezialisieren in bestimmten Bereichen, wirklich zum Experten werden. Und das finde ich auch wahnsinnig spannend. Man kann eine eigene Praxis sich aufbauen, sein eigener Chef sein. Es gibt wirklich diverse Möglichkeiten, die man damit machen kann. Ich finde, Logopädie an und für sich ist ja schon sehr ein breites Feld, sodass man sich eigentlich immer kann und muss weiterentwickeln. Je nachdem, was man für Kinder in der Therapie hat, tut sich wieder ein neues Feld auf mit Themen, wo man sich drin vertiefen kann. Außerdem ist es auch für mich persönlich eine Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln hier an der Schule. Ich bin Teamleiterin hier und ich war vorher auch im Berufsverband und habe so das Berufspolitische auch noch ein bisschen besser kennengelernt. Es ist sehr ein facettenreicher, abwechslungsreicher Beruf und ich bin bis jetzt überhaupt nicht müde geworden, als Logopädin zu arbeiten.